Himmel, Herrgott, Tommy. Sie gestehen gerade eine Schießerei in einer Kirche. Und das war erst der Anfang. Sie wissen, dass ich Sie sofort einbuchten lassen könnte, bis Sie alt und grau sind. Vielleicht, wenn Sie denken, dass Sie damit durchkommen. Aber dann wüssten Sie nichts über Morello. Hallo. Tut mir leid fürs Warten. Schichtwechsel. Was darf sein? Zweimal den Mittagstisch, bitte. Und mehr Kaffee. Wissen Sie was? Bringen Sie eine ganze Kanne. Okay, bis hierhin haben wir es geschafft. Gab es Probleme nach der Sache in der Kirche? Das ist das Seltsame. Es ist nichts passiert. Salieri muss jemanden geschmiert haben, denn es tauchte nicht mal in der Zeitung auf. Wir mussten nur 7, 8 Monate warten. Die Cops waren ständig in der Bar. Sie hatten uns im Visier. Und Frank hörte, dass Morello bei der Wiederwahl von Ghilotti mithalf, damit der sich um den Don kümmert. Wir bekamen ein paar Geschäftsbücher aus Morellos Büro in die Finger. 1933 lief gut für ihn. Der Penner wusste vor uns, dass wir am Arsch waren. Während wir die Köpfe eingezogen hatten, widmete er sich unseren Geschäften. Erst ganz leise, ein paar Trucks verschwinden. Ein Spitzenverdiener hat zu viele Highballs, rast von der Brücke. Einer unserer Stammabnehmer schließt den Laden und zieht weg. Und euch ist nichts aufgefallen? Mir nicht. Pauli roch vielleicht Lunte. Aber sogar mit den Cops im Nacken und einem lauernden Morello machten wir noch genug Geld. Da sich der Don Sorgen wegen der Cops machte, hatten wir nicht viel zu tun. Außer trinken und Spaß haben. Und jedes Mal, wenn ich zu Salieri ging, war das Sarah. Es war ein gutes Jahr. Bis Frank... Coletti, der Consigliere des Don. Ja, genau der. Hat mir den Kopf gewaschen. Hat uns allen den Kopf gewaschen. Die Leute in der Stadt reden eine Menge über euch. Ja, es gab etwas Ärger letzte Nacht. Keine große Sache. Die Prügelei in der Bar ist mir egal. Aber wie sieht das aus, wenn du da reinkommst und allen einen ausgibst? Ach, Geld will ausgegeben werden. Dann geh am Sonntag wetten. Oder führ ein Mädchen aus. Oder leg es an, verdammt. Willst du, dass ich ein Börsenschnösel werde? Werd nicht dreist, Tommy. Ich will dir was beibringen, damit du dir nicht ins Knie schießt. Hattest du mal einen Hund? Klar. Einen kleinen Köter als Kind. Mit 8 oder 9, bevor ich aus Sizilien rüberkam, hatte ich diese schöne Cerneco dell'Etna. Wie ein kleiner Windhund. Schnellster Hund überhaupt. So traf ich den Don. Wir veranstalteten Rennen zusammen. Setzten Münzen und Patronen auf sie. Kein Hund konnte ihr das Wasser reichen. Hat nie verloren. Nur ein einziges Mal. Haben nur ein Taschenmesser verloren, aber ich habe den Don noch nie so wütend gesehen. Ist sie alt geworden? Nein. Trächtig. Sie war läufig, riss aus dem Garten aus. Und jeder Köter in der Stadt durfte ran. Du bist wie sie, Tommy. Jedes Mal, wenn du mit Geld protzt, bist du wie eine läufige Hündin und jeder in der Bar will es dir besorgen. Und wenn das passiert, brauchen wir dich nicht mehr. Verstehst du das? War ziemlich deutlich. Gut. Denn du musst an deine Karriere denken. Schau, Pauli kommt nicht weiter. Er ist der Richtige für Raufereien, aber er ist zu dumm, um etwas zu leiten. Sam ist loyal, aber er hat keine Vision. Aber du, Tommy. Interessant. Du kannst diese Stadt mal haben. Na, ich weiß das zu schätzen, Frank. Und was war mit dem Hund? Der Don wollte sie ersäufen. Hab ihm die Nase gebrochen. Du kannst mich hier rauslassen. Grüß Sarah von mir, Tommy. Ein sehr interessantes Gespräch.
Damals lief alles über Frank. Die Pläne, der Auftrag, das Geld. Der Anruf konnte jederzeit kommen. Ah, Tommy. Frank sagt, du sollst hinten in der Werkstatt warten. Du hast wohl Arbeit. Danke, Luigi. Sarah kocht gerade. Sie bringt Essen vorbei. Bei dem Regen? Ein gutes Mädchen. Wir sehen uns morgen, Luigi. Tja. Klar. Damals hat der Boss mit Peppone gearbeitet. Und wir wurden gerufen, um jemanden auszuknipsen. Einen geschmierten Politiker. Er stürmte. Wir fuhren in die Vororte, um diesen Kerl zu Danke fürs Warten, Tom. Der Don und ich sind noch mal über die Zahlen gegangen. Klar. Was ist der Job? Ich möchte, dass du Sam und Pauli bei einer Lieferung heute Nacht hilfst. Das gute Zeug. Direkt aus Kanada. Wo werde ich gebraucht? Sam ist unterwegs auf einer Farm zu unseren Freunden aus dem Norden. Pauli überwacht die Trucks, die die Lieferung in die Stadt bringen. Aber ich will, dass du ihn begleitest. Ein zweites Paar Augen, damit alles glatt läuft. Okay. Hol ein Auto von Ralphie und triff Pauli am Lager. Er hat Kanonen, falls es Ärger gibt. Klar, Frank. Kein Problem. Gut. Dann bring das kanadische Gold sicher heim. Eine Kiste ist für den Don reserviert. Wenn du willst, Tommy. Danke, Ralph. Ja, dann machen wir das so. Hey, Ralphie. Später Arbeit? Ich schlafe, wenn Frank schläft. Mann, er hält uns auf Trab. Das glaube ich. Morello hat die Finger überall sonst drin, Ralph. Aber der Schnaps ist unser Gebiet. Irgendwo müssen wir vorne sein. Nun, ich richte nur die Autos, Tom. Hab die Kennzeichen noch mal getauscht. Vorsichtig bleiben. Wir sehen uns morgen. Okay. Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass ich den nicht zu Brei fahre. Hey, hey, hey. Ja, entspannt euch doch alle. Das passt doch schon. Los, Tom! Hey, hey! Vorsicht, Kumpel! Bin gerade erst getrocknet. Tut mir leid. Ich glaube, er ist nicht so gut drauf. Ja, es gab hier schon jede Menge Übergaben. Keine Sorge. Das ist eine Scheiße und selbstgebrannten. Das ist eine ganz einfache Nummer. Die Jungs beladen die Trucks und wir kommen direkt zurück. Ja, machen wir schnell. Ich muss noch wohin. Ah, triffst du Sarah später. Nachtschicht mit Luigis kleinem Mädchen. Du bist lustig. Beschützt erst ihre Jungfräulichkeit und schnappst sie dir dann. Lass es, Pauli. Ach, komm schon. Ist nur Spaß. Sie ist in Ordnung. Ihr heiratet und sie rückt dir dann den Kopf zurecht. Ja, ich glaube, der Gedanke ist ihm nicht ganz fremd. Was sie wohl für Geschichten über ihren Papst zu erzählen hat. Luigi war mal ein eiskalter Killer. Keine Ahnung. Weißt du, dass sie schon als Mädchen hinter der Bar geholfen hat? Hat bestimmt schon einiges gehört. Weiß sicher mehr über das Geschäft als wir beide. Sie weiß genug, um mir nicht so viele Fragen zu stellen. Das ist gut. Das ist klug. Dann
dann stehst du nie als Lügner da. Mann, du solltest sie heiraten. Verdammt! Sam sollte hier warten, aber ich sehe ihn nicht. Irgendwas stimmt nicht. Zieh nicht gleich den Schwanz an, mein Freund. Der wollte wahrscheinlich nur raus aus dem Regen. Oder in die Brennerei. Das weckt ihn auf. Oh, Polly. Er kommt nicht. Okay. Dann suchen wir ihn. Wenn dieser Mistkerl besoffen ist und ich deshalb meinen neuen Anzug ruiniere, dann bringe ich ihn um. Hier. Falls Frank recht hatte. Mhm. Ich hol die Jungs und kümmere mich um sie. Du gehst vor und schaust dich um. Wir kommen nach. Ach, super Idee. Super Idee. Jemand hat heute hier gewartet. Okay, Arbeitslosigkeit 25%. Ja. Wieso geht das X nicht weg? Nee, haben wir doch. Ja, ich fürchte, hier werden wir uns mehr ruinieren als nur den Anzug. Hier stimmt was nicht. Hier hängt. Ach nein. Ach, guck mal da. Wer erschießt denn einen Hund? Tja. Einer, der das Tierchen zum Schweigen bringen will, gell? Verdammte Hacke. Zur Hölle versteckst du dich. Ich weiß nicht, ob er sich versteckt. Das glaube ich eher weniger. Hey, Kumpel! Oh Gott. Waffe fallen lassen. Du zuerst. Wir haben keine Zeit dafür. Tut mir leid. Dann eben auf die harte Tour. Also gut. Hierher! Ich hab ihn festgenagelt! Einen Scheiß hast du, du Arsch. Hab ich dich. Ja, dass ich da jetzt aber immer zwei Schuss brauche, ist schon doof. Mist. Na, gefällt dir das? Oh ja. Warte mal, das ist hier das geile Gewehr, gell? Ja, das will ich haben.
nicht. Warte mal, untersuche den Hinterhalt. Okay, das ist hier noch das Ganze. Komm, wir geben mal ein bisschen Gas. Kommst du hier rein? Nee, kommst du nicht. Och Mann, hört doch einfach auf. So. Okay, das sind die Pläne gewesen. Wieso löst er denn dieses Fragezeichen jetzt nicht auf? So, dann schauen wir jetzt noch mal hier hinten rein. Ah! Ich bin's, Tom! Pauli! Warum dauert das so lange? Wir haben Sammy gesucht. Hast du ihn gefunden? Noch nicht. Nur den. Kanadier. Ich wette, der Rest liegt auch mit dem Gesicht nach unten im Matsch. Oh Gott. Oh shit. Das sind Cops, Tommy. Scheiße. Wie sollte ich das wissen? Naja. Hab keine Marke gesehen. Hab nichts gesagt. Sie stehen auf Morellos Gehaltsliste. Der Bastard. Nicht mehr das konnte er uns lassen. Vergiss es, Tom. Ja. Wir müssen Sam finden und verschwinden. Ja, was hätten wir für Alternativen gehabt? Egal ob Cop oder nicht, wenn die auf uns ballern. Tja. Diese Kerle sind verdammt hart. Das müssen Cops von der Grenzkontrolle sein. Mist. Die sind schwer bewaffnet. Dagegen sind die vom Lost Heaven. Ja, warum nehmt ihr jetzt nicht wenigstens den Laster mit? Den haben wir jetzt hier teuer erkämpft. Suchen die Farm, wir finden Sam und verschwinden. Noch jemand? Wir legen sie um. Kapiert? Ja, Polly, ganz einfacher, super Plan. Sam? Sam! Wo zur Hölle bist du? Geht das etwas leiser, Polly? Ja. Oh, Scheiße. Tommy, das musst du dir ansehen. Gott. Sieht aus, als hätten wir die Kanadier gefunden. Siehst du Sam da drin? Nee. Sieh sich das einer an. Arme Kerle. Scheiße. Fangen wir rechts an. Sam konnte ich eigentlich echt gut leiden. Ich hab ihn gesehen! Oh! Oh! Gegendeckung! Ah, verflucht! Pass auf! Bist du Schnuppe! Ja, ich hab's gerade gemerkt, dass das...
nicht so irre war. Der rennt hier gerade wie wo lang? Okay. Dann lass mich mal hier durch. Okay, ja gut. Heftchen. Nee, die Schrotflinte nehmen wir jetzt nicht. Och, lade doch mal nach. Genau. Gute Jagd, ja, wenig charmant. Ja, die Grenzpolizisten machen Morellos Drecksarbeit. Na, was machst du da? Finde Sam. Hier hinten raus. Scheiße, ich hoffe, dass an Sam noch alles dran ist. Ich habe aber kein gutes Gefühl. Hey, da oben in der Scheune ist was, Tom. Ja, ich will nicht. Ja, okay, ich weiß, so macht man das eigentlich nicht, aber... Das ist Sam. Nein, Scheiße. Komm schon, Leute, weiter! Tommy, pass auf! Wo seid ihr Dreckskerle? Dafür gibt's jetzt was. Oh. Musst du ausgerechnet jetzt nachladen. Los, um ihn rum! Wartet mal, vielleicht sollten wir... Das kann doch gar nicht sein! Ich werfe mich von der Brücke! Wieso kriege ich mit dem Maschinengewehr hier nichts weggearbeitet? Das kann doch nicht sein, oder? Munition aus! Setz sie den! Ich heiz sie mal! Boah! Geh in Deckung! Halte sie mir vor Greif! Mist! Das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Wo bist du, du kleiner Scheißer? Muss nachladen, geh mit Deckung! Geh in Deckung! Such dir eine bessere Position! Das war für meinen Kumpel. So. Gott sei Dank, wir müssen zu ihm! Bleibt hier und passt auf. Knipst jeden aus, der uns zu nahe kommt. Außer uns.
Oh Mann, hoffentlich lebt er noch. Hoffentlich gibt's da keine. Hey, Polly. Sammy. Oh Gott, was haben sie mit dir gemacht? Oh nein. Hab was abbekommen. Oh Mann, da ist so viel Blut. Kannst du laufen? Nein. Nein, ich denke nicht. Okay. Okay. Halte durch. Ich hol den Truck. Dann gehen wir zum Arzt. Hey. Du schaffst es, Sam. Tommy, bleib bei ihm. Ich komm zurück, blitzschnell. Okay. Oh nein, Sam. Scheiße! Hey, alles wird gut, Sam. Wir haben Schlimmeres geschafft. Klar haben wir das. Oh shit. Nicht gut. Orwin. Wo sind all die Kerle hergekommen? Hallo. Wieso klappt das jetzt wieder? Oh shit. Wieso? Ja, ich mach sie alle. So, jetzt nehme ich hier diese Kiste. Und jetzt, ich würde gerne... Hier, das kann doch nicht sein. Hat das was bewirkt? Kommen dadurch jetzt weniger? Oh. Jungs. Ja, was heißt? Tony und Donnie auch? Ja. Gottverdammtes Massaker. Ja, schwätzt nicht. Sam. Ja, scheiße. Ich hol ihn. Bleib Wasser. Oh, aber bitte keine Verfolgungsfahrt mit dem LKW. Komm, Lumpe, es geht nach Hause. Ich brauch den Arzt, Polly. Halt durch. Okay. Wir bringen dich wieder zusammen. Okay. Oh nein, noch nö. Polly, noch mehr Gesellschaft. Okay,
Rander! Ja. Ich bin hier, Seth. Ja, Pauli, fahr du. Munition und Thompson sind da hinten irgendwo. Oh Mann. Wenn sie hinter uns sind, verpasst du ihnen eine Ladung. Lass sie bloß nicht an uns vorbei. Oh nein, oh nein. Och. Ich brauche ein alterstauglicheres Spiel. Mörderding! Wo zur Hölle kommt der Truck her? Einen hab ich! Knall sie ab, komm! Oh, fuck! Oh, scheiße! Du hast sie! Weiter, Tommy! Immer wieder sehen, du Schwacke! Oh, fuck! Ja, er ist tot! Lad nach! Und zwar bitte in Deckung, wenn's geht. Sie sind nicht hinter uns! Oh, ist das scheiße! Ist das eine Kacke! Ah, verflucht! Komm, lad nach! Pauli, Sie sind zu nah, Tom! Ja. Haben wir sie abgehängt? Zwei Streifenwagen! Die sterben einfach nicht! Sie sind nicht hinter uns! Mögt ihr das, ihr Wichser! Komm, blatt nach jetzt, Himmel! Schlimmer noch! Beschuss von der Seite! Ah, verdammt! Sie kommen näher! Sie sind zu nah, Tom! Oh, lad nach! Komm schon! Du hast sie! Weiter, Tommy! Dann lad nach jetzt, Himmel! Scheiße! Na komm. Ich wollte gerade sagen, das Motorrad kriegt man doch weg. Oh, oh, oh. Schlecht. Scheiße. Scheiße! Sir, alles okay? In der Scheiße, Tom. Hab ihn, hier drüben. Oh, Mann. Jetzt komm, jetzt renn doch nicht als... Halt die Schnauze jetzt. Ich kann euch einfach nicht leiden. Ihr verderbt mir heute den ganzen Tag. Oh. Okay. Okay. Komm schon! Ziel auf die gepanzerte Frontscheibe! Ich hab ne Idee! Die Frontscheibe! Ziel jetzt da drauf! Fuck, oh Mann! Mach's doch einfach, du Arsch! Abi!
Ja. Die Frontscheibe! Richtig. Holly, los, fängt sie an! Oh. Geschafft! Geschafft! Ich brauche ein seniorentaugliches Spiel. Und wir brauchen einen Arzt. Okay, wir sind da. Tom, du trägst Sam raus. Ich weck den Doc. Sam! Sam! Geschafft! Nee, Sam, du stirbst jetzt hier nicht. Ich schulde dir schon 3. Nicht sterben, Sam. Nicht sterben. Pauli, was zur Hölle machst du hier so spät? Hey, guten Abend, Doc. Tut mir leid, aber es gab einen kleinen Unfall. Wir haben Verletzten. Gut, bring ihn ein. Okay, danke. Okay, ich bleib bei Sam. Bring den Truck zurück. Mach Feierabend. Nein, ich warte. Der Doc hat schon genug um die Ohren. Da müssen nicht auch noch wir beide rumschwirren. Geh, Tom. Ich schaff das. Ja, ich weiß auch nicht, ob es so geil ist, wenn der Truck da vor der Tür steht. Hey. Du hast dich gut geschlagen. Okay, das. Scheiße. Da heißt uns doch schon jemand willkommen, oder? Ist nicht der Reifen platt oder ist es okay? Ist ein Grafikfehler, oder? Okay. Zu Sarahs Wohnung. Ob das jetzt eine gute Idee ist, so das überspringen wir. Willst du die Karre echt so parken? Na gut, okay. Deine Entscheidung. Oh. Du bist spät. Das Essen ist kalt. Oh, Sarah, wenn du wüsstest. Arbeit. Tja, die wird an, was das heißt. Scheiße. Heirate mich. Okay.